Im kleinen Trainingslager in Punktstadt trotzen die Lilienspieler der Sommerhitze und bereiten sich auf die kommende Saison vor. Das Testspiel gegen Viktoria Griesheim konnten die Darmstädter recht souverän mit 5:1 gewinnen. Trainer Anfang hätte zwar gerne ein paar mehr Tore gesehen, aber insgesamt war er zufrieden mit seiner Mannschaft. Der neue Trainer ist mit seiner eigenen Vorstellung, Fußball zu interpretieren, ans Böllenfalltor gekommen. Von Seiten der Spieler hörte man, dass sie sich dadurch durchaus positiv gefordert fühlen. Aber ich glaube prinzipiell, jeder Spieler, der sich weiterentwickeln will, den muss man fordern. Wenn wir ihn nicht fordern, das ist überall so, ne? In allen Bereichen. Weil jeder wird gefordert und jeder muss halt versuchen, sich anzupassen und zu verbessern. Und nichts anderes machen wir auch. Also, dass er mit der Spielidee zusammenhängt oder nicht. Man versucht, wie gesagt, neue Impulse zu geben, dass die Jungs sich auch überprüfen. Dann hast du natürlich auch öfter mal eine Situation, wo ein Spieler aus einer Komfortzone rauskommt, wo er sich vielleicht am Anfang nicht so wohl fühlt, wo er sich erstmal zurechtfinden muss, vielleicht auch den einen oder anderen Fehler macht. Aber wenn wir uns nicht aus der Komfortzone rausbewegen, dann werden wir uns auch nicht weiterentwickeln. Wenn wir immer nur in dem drin bleiben, was wir vorher gespielt haben und versuchen, das einfach nur runterzuspulen, dann werden wir nicht besser und wir müssen halt versuchen, besser zu werden. Auch personell geht es für die Lilien langsam voran. Als dritter Neuzugang kam Adrian Stanilevic von Bayer Leverkusen nach Darmstadt. Der junge Deutschpole ist ein flexibler Abwehrmann für die Sechs- und die Außenpositionen. Die größte Baustelle in der Kaderplanung bleibt aber nach wie vor die Innenverteidigung. Hier werden die Darmstädter mit Sicherheit noch nachlegen. Wir haben ja alle gesehen, wenn du durchwechselst, dann gibt es halt verschiedene Positionen. Wir haben eben gesagt, dass halt auch Spieler jetzt auf Positionen anspielen kommen, die auch aus der Jugend hochgekommen sind, die wir mit dazugenommen haben. Dann sieht man, glaube ich, dass eine Innenverteidigung einfach noch ein Problem ist. Also muss man einfach so sagen. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir den jungen Spielern das nicht zutrauen irgendwann. Aber ich habe auch darüber gesprochen, dass wir ein Gerüst brauchen, wo die Jungs sich daran orientieren können und sich daran und dann daran auch sich entwickeln können. Und da brauchen wir halt nichts. Das ist halt einfach so. Wenn da was passiert in der Innenverteidigung, dann wird's eng.